Rasulullah sallallahu alaihi wasallam war der stärkste Mensch überhaupt. Wenn er beleidigt wurde, sallallahu alaihi wasallam, hat er nicht zurückbeleidigt. Wenn er persönlich angegriffen wurde, hat er nicht zurückangegriffen. Warum? Weil er seine Nefs gezügelt hat, sallallahu alaihi wasallam. Genauso die Sahaba. Es wird erwähnt, dass Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu im Kampf gewesen ist und er hat gegen einen Götzendiener einen Einzelkampf gehabt und dann irgendwann mal hat dieser Götzendiener ihn angespuckt und dann hat er aufgehört mit ihm zu kämpfen. Und dann fragte der Götzendiener, warum kämpfst du nicht weiter? Dann sagte er zu ihm, gerade eben habe ich für Allah gekämpft, aber jetzt, wo du mich angespuckt hast, würde ich für mich selber kämpfen und das tue ich nicht. Und dann wird gesagt, dass dieser Götzendiener allein nur durch diese Tat den Islam angenommen hat. Ja, dhakir al-ashab, komm mutaddiban.